Ich bin den Text auflösen, wenn man sich verstellt. Hat ist ein Ding dabei. Da hat es Wirkung. Nee, also was haben sich meine Eltern wohl gesagt, als sie mir den Namen haben gegeben? Posti haben sie mich eins getan, damit muss ich seither leider leben. Ja, da gibt es oft Situationen, wo ich den Namen hasse ziemlich stark. Wenn ich mich bei einer Mutter vorstelle, klingt das mit meinem Namen schon sehr arg. Du heißt Marlies. Und du bummst nicht. Alles in Ordnung. Du heißt Marlies. Und du bummst nicht. Es ist ja grausig, heute ist immer das. Ja, bummst nicht heißt in diesen schweren Tagen. Den braucht kein Mädel nach dem Namen fragen. Du heißt Marlies. Und du bummst nicht. Der Mädel mich gefragt, sag einmal, wie heißt du denn, du gefällst mir? Bumsti, habe ich darauf gesagt, da setzte sie mich schon gleich vor die Tür. Ja, das sind für mich Situationen, wo ich den Namen hasse ziemlich stark. Dabei kann ich dich so gut verstehen, denn es blüht mit meinem Namen schon sehr ab. Du heißt Marlies, und du bummst dich. Jetzt frag ich dich, warum klingt das so dumm? Du heißt Marlies, und du bummst dich. Es ist ein Glas, ich halt das nicht mehr aus. Wer bummst dich heißt in diesen schweren Tagen, der braucht kein Mädel nach dem Namen fragen. Du heißt Marlies, und du bummst dich. Jetzt frag ich dich, warum. Darum, liebe Eltern, möchte ich sagen, macht es euren Kindern nicht so schwer. Tauft doch euren Jungen immer auf Bumsti, denn ihr seht bei mir doch das Malheur. Sie heißt Marlies und die Bumsti. Jetzt frag ich dich, warum klingt das so so dumm? Du heißt Marlies und die Bumsti. Es ist ein Glas, ich hol das immer aus. Wer bumst dich, heißt in diesen schweren Tagen. Den braucht keinen Namen fragen. Sie heißt Marlies und die bumst dich. Jetzt frag ich dich, warum geht das so dumm? Jetzt frag ich dich, warum geht das so dumm? Super Marlies.